Rittersport, ja. Wobei letzteres wirklich ganz schön unverschämt ist. Ich bin eindeutig ein Tanuki und kein Waschbär. Ah, stimmt. Was ist ein Waschbär? Eine Art Bärenfuchs mit einem lang gestreiften Schwanz. Manche behaupten, er sehe aus wie ein Tanuki, aber das finde ich nicht. Woran arbeitest du gerade? Das ist ziemlich aufregend. Deshalb brauchte ich ja die... Moment, riechst du das nicht auch? Federn! Wonach riecht deine Feder überhaupt? Du hast irgendwo Federn bei dir, ich weiß es. Weiß der Himmel, wo du sie aufbewahrst. Die hier? Ich wusste es. Ich wusste es, ich brauche 3 Federn. Hast du 3? Noch nicht? Mist, okay, sag mir Bescheid, wenn du 3 hast. Dann kann ich dir zeigen, wie ich mit ihrer Hilfe die Raumzeit krümme. What the fuck? Okay. Oh, eine Diskette. Oh. Ich baue noch eine Feder, ich will das sehen. Und ein Karton, ja. Yes. Oh, ist das süß. Ja, mit der Banane, die dir oben rausguckt. Aber oh, ist das süß. Das Spiel macht mich traurig. Ich bin allergisch gegen Katzen. Mann. Eine Banane wäre jetzt was. Dann hör auf, allergisch zu sein. Haha, witzig. Juhu. Warte, ich helfe dir mal kurz. Oh, danke. Wobei, will ich seinen versifften Donut? Ach, ich wäre eine gute Katze. So. Wo sind meine Manieren? Bitte gib sie mir. Okay. So, jetzt möchtest du eine coole Erfindung sehen, die die Raumzeit krümmt. Bestaune die Magie der magischen... Scheiße. Ingenieurskunst. What the fuck? Was? In die Kanalisation? Nicht mehr. Dieses grelle, wirbelnde Leuchten sind nicht bloße Kanalisationsdämpfe, es ist Magie! Und das bedeutet, dass es jetzt Teil des Petwork-TM ist. Meinst du Netzwerk? Meine ich nicht. Das ist ein Netzwerk, aber es ist für dich ein Haustier. Wo führt es hin? Also es ist nur ein Beweis, dass es funktioniert, also führt es eigentlich nur darüber. Ah ja. Aber es führt an diesem Zaun vorbei, daher solltest du deine Bewunderung nicht zurückhalten. Spring rein! Okay. Das ist wild. Moment, was? Miau! Tada! Ich hab Tada gesagt. Ist das mein Stichwort? Hey, wo bist du? Naja, es ist völlig dunkel und riecht aufregend. Hört sich nach einem Ort an. Völlig dunkel. Oje, ich schaue mal in meinen Feedback-Fragebogen. Ich glaube, wir sind in dem Mülleimer drin. Oh. Oh, das Spiel ist wild. Das ist sehr wild. Ist dann... Frage 1. Ist die Versuchsperson im Besitz eigener Augäpfel? Hast du das noch gar nicht getestet? Warum sollte ich keine eigenen Augäpfel haben? Das deute ich mal als ein Ja. Frage 2. Ist die Versuchsperson im Besitz aller erforderlichen Gliedmaßen? Da ist wieder dieses Versuchspersonwort.
Hm, mir scheint, die Versuchsperson wird langsam unkooperativ. Warum bewegst du dich nicht etwas? Und wir sehen, ob das die Frage nach dem Gliedmaßen beantwortet. Oha! Wo bin ich? Oh, du bist im Mülleimer gelandet. Warum hast du dir das nicht früher gesagt? Im Mülleimer? Deshalb war mir der Geruch so vertraut. Wait a minute. Das ist sehr aufregend. Es bedeutet, dass das Patchwork funktioniert. Ich muss nur noch das Ankunftssystem ein bisschen verfeinern. Wenn du damit fertig bist, steige ich ein und komme zurück. Zurückkommen? Zurückkommen, verstehst du? Die Rückreise. Die Rück... was? Der Teil, bei dem ich zum ersten Portal zurückkehre, Tanuki. Faszinierend, ja. Ich verstehe, weshalb das nützlich sein kann. Ich komme wieder zurück! Vor allem, wo du doch jetzt auf der anderen Seite eines unüberwindbaren Zauns bist und so. Ist okay, ich verstehe. Na gut, ich mache mich an die Arbeit für diese Rückreise und du kannst dich etwas umschauen. Was glaubst du, wie lange es dauern wird? Meiner Erfahrung nach gibt es weniger Beschwerden, wenn ich keine Fristen vereinbare. Ich melde mich, wenn die Verbesserungen eine Laborhilfe erfordern. Ist RIP. Du Scheiße. Okay. Dann sammle ich mal währenddessen... Warum sieht das Wasser so komisch aus? Okay. Der Vogel hat mich gesehen. Oh, ich glaube, ich darf hier nicht sein. Aber warum nicht? Oh Mist, der kommt jetzt. Verdammt. Ich schaffe es nicht darüber. Hoch. Er hat mich nicht gesehen. Wir sind eine unsichtbare Banane. Da kann man rein. So, dann haben wir das schon mal. Oha! Nee, du kriegst mich nie, du kriegst mich nie. Hey, das ist allein runtergefallen, habt ihr es gesehen? Oh nein, oh nein, oh nein! Geht's dir gut? Sehe ich so aus, jetzt ging es mir gut. Tut mir echt leid, ich wollte nicht so ausrasten. Ist schon okay, ist etwas passiert? Ich habe einen großen Fehler gemacht. Groß, riesig. Es ist bestimmt nicht so schlimm, wie es aussieht. Du machst Witze, oder? Ich meine, was Fehler angeht, ist das sogar noch größer als der große Hashtag Shadowban-Katastrophe von 21. Die was, wie, wer, von wann? Den, wie soll ich ohne ein funktionierendes Handy ein effektives Hashtag Social Media Taffy Takeover betreiben? Was ist ein Handy? What? Das ist dieses Ding neben mir. Hm. Oh, mein Mensch hat auch so eins, aber es ist nicht so klebrig. Oh mein Gott. Das ist meins in der Regel auch nicht. Ich habe es in nassen Beton fallen lassen. Wieso hat das Vieh ein Handy? Was bedeutet LOL? Oh, das bedeutet einfach laut lachen.
Aber du hast doch gar nicht gelacht, du warst traurig. Ja, aber wenn ich traurig bin und LOL sage, merkt niemand, dass ich traurig bin. Das war zumindest der Plan. LOL. LOL, 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 LOL. Ganz genau. Und du bist sauer, weil du das Handy-Dings fallen gelassen hast? Ja, ich brauche es für die Arbeit. Taffy wird mich ganz sicher feuern, wenn ich es nicht repariere. LOL. Wer ist Taffy? Sie ist sozusagen mein Boss, oder sie wäre es, wenn sie mich bezahlen würde. Sie ist eine Ikone, ein Phänomen, ein Albtraum. Ich glaube, die Pelzwoche nannte sie die flauschigste Milliardärin im Internet. Ein flauschiger Albtraum? Moment mal, ist Taffy eine Katze? Taffy ist die Katze, lol. Das da oben ist sie. Oha. Oh, ich kenne sie. Ich sehe sie immer im Handy-Dingsbums von meinen Menschen. Sie hat das coolste Haus und die besten Outfits und das flauschigste Fell. Die Outfits suche ich aus und ich style ihr Fell. Ich suche hier gerade nach Inspiration, als mir das Handy herunterfiel. Fetter Perser. Wir hatten auch mal eine Perserkatze. Die war richtig flauschig. Kein Handy bedeutet kein Internet und kein Internet bedeutet kein neuer Taffy-Content für ihre Fans, lol. Das ist ja furchtbar. Wir müssen das in Ordnung bringen. Lass mich nachdenken. Ich weiß, ich besorge dir ein neues Handy. Kannst du das? Ich denke schon, die Menschen haben alle mindestens ein Handy-Dingsbums, also leihen wir uns einfach eins. Sie lieben Taffy, also werden sie gerne helfen. Warte hier, Beetle, ich bin gleich mit einem Handy zurück, lol. Oh Gott. LMA. LMA, oh mein Gott, ist das unangenehm. Okay, dann holen wir ein anderes Handy. So, dann besorgen wir erstmal ein Handy, ne? Leck mich am Arsch. Ja. Und wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Sowieso hier lang, ne? Sehr cool. Okay. Nimm mal den Knochen mit. Ah! Haha, guck mal. Ja, oh, süß, schnell weg hier. Diese Bananenmütze, ja, ist so süß. Ist doof lustig. So, Party People, ich habe Bier und was zu essen, kann also losgehen. Sehr gut. Oh nein, jetzt werde ich einen Maiskolben. Oh boy. Oh Mann. Oh, aua. Suchst du der armen Katze an? Ich laufe meinen Weg und versuche zu überleben. Miau!
Hier kommt der kleine pelzige Sicherheitsbeauftragte. Darf ich deine Snacks untersuchen? Okay, das ist auch mega süß. So, wir müssen jetzt ein Handy von einem anderen Menschen. Guck mal, dafür haben wir den Helm. Wir brauchen jetzt ein Handy. Wir müssen eins klauen. Oh, ich weiß schon wie. Diebische Elster. Wir haben es uns nur ausgeliehen. So, bitteschön. Du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank. Magst du das alte haben? Es macht immer noch Fotos. Du kannst so keine E-Mails mehr schreiben und so. Ich will dieses klebrige Handy nicht. Was sind E-Mails? Du schreibst keine E-Mails? Ich glaube nicht. Also, warst du noch nie in CC oder hast du eine Abwesenheitsnotiz erhalten? Nein, aber jetzt, wo du es sagst, ob man zu Hause wohl schon von meiner Abwesenheit Notiz genommen hat? Was für ein glückliches Offline-Leben du führen musst, Kätzchen. Naja, jedenfalls ist hier dein Handy. Ein Handy, das in Beton getaucht wurde. Die Smart-Funktionen sind zwar beeinträchtigt, aber die Kamera funktioniert noch. Na cool. Eigentlich solltest du jetzt zur Feier des Tages ein Selfie machen. Okay. Ich mache ein Selfie. Oh, du bist ja so süß. Papa Katzi. Oh Gott, das will. So. Dann hätten wir das auch. Ah. Miau! Hey. Der ist sauer. Ich weiß gar nicht warum. Na, was gibt's denn hier Schönes? Wie sie einfach weiterklauen will. Gar nicht wahr. Ich wollte nur mal kurz gucken. Mit einem Plüschi-Einhorn. Ja. Oha, wie Tenshi. Was soll das schon wieder heißen? Oh mein Gott, ist das süß. Und die Kacke, die dann neben uns runterfällt. Aber ja. Das war cute. Weil ihr mich immer ankacken wollt.
Oh, hi, wer bist du denn? So, dann gehen wir mal hier gucken. Da ist blockiert. Okay. Upsala. 19 Blinkies. So, hier hinten mache ich meine Sammelecke mit Plüschis und so. Dann gehen wir mal hier rein. Ist auch blockiert. Verdammt! Wir sind reich, ja. Oha, wie komme ich da oben hin? Ah, da ist ja noch der Hund, ne? Guck mal, ist ja toll kleines. Die Straßen fühlen sich schon sicherer an. Du brauchst nur noch 4 Blinkies. Nur noch 4. Da ist auch noch was. Nee. Ich habe mir das Spiel mal auf die Wunschliste gepackt. Sehr gut. Echt. Macht wirklich Spaß. Hallo Mosi. Liz, verprügelst du Leute, wenn die dich süß nennen? Ja, klar. Liz, süß. Stefan, verprügel. Ganz schönes Eis. Um Gottes Willen. Scheiße. Wenn ich eure Nachrichten lesen muss.
Sind das alles Blinkies? Ja, genau. Das meine ich. So glitzernd, so hübsch, so spiegelnd. Wer ist eine hübsche Krähe? Willst du jetzt verantwortungsvoll entsorgen? Ja, und damit haben wir unsere erste gemeinsame Heldentat vollbracht. Kann ich nicht selbst versuchen, sie zu entsorgen? Auf keinen Fall, das sind uralte Krähenrituale. Bekomme ich meine Belohnung? Deine oh, natürlich, deine Belohnung. Zur Hölle habe ich nur diesen Fisch gesehen. Einen Moment. Warte, Krähe, wurde ich gerade abgezockt? Ja, ja. Du kriegst deinen Fisch nicht, ich krieg meine Pommes nicht. Hier. Oha. Oh, ein Fisch. Der gibt dir Energie fürs Klettern. Das reicht vielleicht nicht ganz bis nach oben, aber es ist eine Starthilfe. Wo fange ich mit den Klettern an? Da, du brauchst mehr Fische, um es nach oben zu schaffen. Hast du noch mehr? Im Moment nicht, aber ich habe sie woanders in der Stadt gesehen. Halte einfach die Augen offen, dann findest du sie. Dankeschön. Kein Problem. Lass dir den Fisch schmecken. Oh, und behalte alle Blinkies, die du unterwegs findest. Ich hatte gerade eine Idee. Okay. Nom, 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 nom. Fischig. Ich kann jetzt eh voll hochklettern. Ja, ich kann mehr klettern. So funktioniert das also bei Katzen. Ja, ja, ich sehe schon. Oh oh. Okay. Hallöche. Ich habe mich gefragt, ob du mir dringend helfen könntest. Lustig, ich mache mir auch gerade Fisch. Gönn dir. Kommt wohl auf das Problem an. Oh, verstehe. Schon klar, schon klar. Ich werde niemanden beunruhigen, aber es ist mir schon ein dringendes Anliegen. Vielleicht neige ich auch zur Panik, aber es besteht kein Zweifel dran. 1:1, Chloriana. Woran denn? Habe ich das nicht gesagt? Ich scheine mein Entchen verlegt zu haben. Oh, der will mein Entchen haben? Das ist mein Entchen! Fischi, danke schön für die 10 Erdbeeren, Alter. Verprügel. Verlegt, ist das etwa ein Vogelwitz? Wie meinst du das? Schon gut, vermisste Entenküken, das klingt ziemlich ernst. Schon, oder? Was ist denn passiert? Also wir haben gemeinsam eine Bildungsreise durch die Nachbarschaft unternommen, bei der ich den Kleinen ein wenig Heimatkunde beigebracht habe und so weiter. Kennst du zum Beispiel die Roboterstatue im Park hinter uns? Ich wusste nicht mal, dass es dort eine Roboterstatue gibt, da war ich noch gar nicht. Oh, du solltest sie unbedingt mal besuchen. Der Roboter ist nämlich ziemlich faszinierend. Er ist keine Statue im traditionellen Sinn. Der Legende zufolge besuchte einst eine weise Ente, mir selbst gar nicht unähnlich, jeden Tag den Park mit ihrem Roboterfreund. Roboter sind sehr treu und heiter. Damals war ich hier noch war das hier noch ein See, ein Riesengewässer, in dem die beiden schwammen. Sie planschten und frohlockten, man kennt es ja. Aber Roboter und Wasser, na? Na? Welche Frage meinst du, Thule? Es zischte und sprudelte ganz und gar nicht. Simpatico. Rostflecken, nasse Schaltkreise, explodierende Knie. Also beim Roboter, nicht bei der Ente. Was? Mit dem Süßen verprügeln. Ach so, ja. Ich habe geschrieben, ja. Ich verprügel. Du kannst doch keine Frage stellen und dann gehen und nicht zuhören. Ja, hast du verpasst. Es war der letzte Badetag des Roboters. Tragische Angelegenheit. Also bat er die Ente, ihn umzuprogrammieren. Gar nicht so einfach, wenn du mich fragst. Ich selbst konnte mich nie mit Computern anfreunden. Die Ente programmierte den Roboter so um... Alter, das passt jetzt auch noch.
Es passt jetzt auch noch. Die Ente und Programmieren, Alter. What the fuck? Ah. Okay. So, dass er auf dem Spielplatz wartete, während sie schwamm. Ein genialer Einfall und das lief wie am Schnürchen. Aber eines schönen Tages, nicht viel anders als heute, wurde die Ente angegriffen von einem radioaktiven Monster. Was? Wie bitte ein Monster? Gecko. Eigentlich ist Gecko unser Beschützer. Du weißt schon, Feuer spucken, Waisenkinder retten, Spenden, Galas schmeißen. Ein netter Kerl, wenn man ihn von den Wutanfällen absieht. Was? Die Menschen berichten davon, ihnen in ihren kleinen Papierdokumentationen sehr fesselnd. Papierdokumente? Meinst du etwa Comics? Also hat Gecko die Ente entführt und sie schwuppdiwupp in ein Sternportal gepfeffert. Wusch, quack, und sie war nie mehr gesehen. Und das war auf dem Spielplatz für eine Statue halten, ist in Wirklichkeit der treue Roboter, der geduldig auf die Rückkehr seines schwimmenden Freundes wartet. Willst du mir damit sagen, dass Gecko deine Kinder entführt hat? Ach nein, es ist bloß eine tolle Geschichte. Ich habe sie den Entchen erzählt, bevor wir uns trennten, um noch mehr Stadtgeschichten für unsere Präsentation zu sammeln. Präsentation? Das klingt cool. Ja, das dachte ich mir. Jedenfalls huschten wir in alle Himmelsrichtungen davon. Wir waren so aufgeregt. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem. Ich habe weder eine Zeit noch einen Ort für unseren Wiedersehen festgelegt. Aha. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin nicht gerade praktisch veranlagt. Aber ich wollte nicht, dass wir umherlaufen und uns gegenseitig verpassen. Sowas ist ganz schrecklich. Also kam ich hierher zurück und habe gewartet. Hattest du kein Glück? Leider nein, aber du scheinst mir eine echt clevere Katze zu sein. Sehr einfallsreich. Vielleicht können wir uns zusammentun. Ich halte hier Wache. Es ist eigentlich ganz nett und du könntest die Stadt durchstreifen. Die ganze Stadt, die scheint aber ganz schön groß zu sein. Das stimmt. Irgendwie müssen wir unsere Suche eingrenzen. Eureka! Erst letzte Woche haben wir einen Stadtplan erstellt. Tolles Ding, als Teil unseres Projektes, alle Fisch-Hotspots der Stadt zu katalogisieren. Außerdem haben die Entchen ihre Lieblingsorte markiert. Sie begeistern sich sehr für Karten. Bestimmt befinden sie sich dort. Hier, nimm du sie. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn. Aber du wirst sie im Handumdrehen finden. Ja, weil meine auch besser ist. Ignoriere einfach die Fischstandorte. Für ein Kätzchen sind sie bestimmt nicht von Belang. Es sei denn natürlich, du interessierst dich brennend für Fischkunde. Ach du Kacke. Enten, Alter. Hilfe! Hey, dieses Mal funktioniert die Portale sogar mit einem richtigen Ausgang. Das ging schnell. Es wäre noch schneller gegangen, aber es hat einen kleinen Raumzeitvorfall gegeben. Naja, kein Grund zur Sorge. Wie klein. Im Verhältnis zum gesamten Multiversum war es absolut unbedeutend. Nur eine klitzekleine Reihe von Wasserrohrbrüchen, die aus der Zukunft des anderen Universums in die jüngste Vergangenheit dieses Universums gefallen sind. Moment mal, kam da etwa das ganze Wasser her? Ich hatte lineare Raumzeit verwendet, obwohl ich eine quadratische Raumzeit hätte benutzen sollen. Lächerlich, oder? Willst du es einmal versuchen? Ich brauche eine einen Kumpel! Deshalb bin ich so virtuos zu dem Wort Kumpel umgeschwankt. Es klingt trotzdem noch riskant. Ach, Risiko ist nur das Wort des Pessimisten für Action verwenden. Oha! Wenn wir das hier zum Laufen bringen, kannst du damit schnell durch die Stadt reisen. Okay. Sag nur nicht nein, lass mich erst einmal ausreden. Aber ich habe doch ja gesagt. Zuerst einmal gibt es... Moment, was? Ich habe ja gesagt. Echt jetzt? Ich bin neugierig. Juhu, das ist so aufregend. Du wirst es nicht bereuen. Brauchst du wieder Federn? Dieses Mal nicht. Deine erste Reise war so kurz, dass nicht alle verbraucht wurden. Ich habe noch eine übrig. Spring rein. Also gut, dieses Mal wird es funktionieren. Mehr oder weniger. Um Gottes Willen. Hallo Lucky. Und hallo Dark Spandauer. Ich spiele ein sehr verrücktes Katzenspiel. Oh, was zur Hölle? Ach, du weißt das. Meine Güte, du hast mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Entschuldigung, tut mir leid. Ich bin immer so aufgeregt, wenn jemand zu Besuch kommt. Du bist ein Hund, oder? Nur das super, duper beste Hund überhaupt. Das sagt mein Mensch immer. Es ist schön, dich richtig kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, dass super-duper-bester Hund ein offizieller Titel ist. Überall die Vögel, die hier scheißen, ey.
Ach, vielleicht kennst du mich unter meinen anderen Titeln. Die knautschigste Knautschkartoffel oder der flauschigste kleine Stinker. Kommt drauf an, wie man es verkauft. Moment mal, sagtest du etwa knautschigste Knautschkartoffel? Aber hallo. Mein Mensch nennt mich auch so. Donnerwetter, dann muss dieser Preis mehrere Tierkategorien haben. Ich freue mich, eine andere Kartoffel zu treffen. Jedenfalls war es toll, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Halt, geh nicht weg. Es ist etwas passiert. Kannst du mir helfen, kleine Kartoffel? Wobei brauchst du Hilfe? Ich habe meine Bälle verloren. Ach, Tenshi. Meine Tennisbälle sind verschwunden. Komm her, dann zeige ich es dir. Oh nein. Der buddelt da. Sieh mal, keine Bälle. Oh. Alter, der ganze... Da ist ja alles voll. Das ist wie Tenshi, Alter. Der sammelt die auch. Überall liegen Bälle rum. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber sind sie nicht direkt hinter dir? Was? Oh nein, das sind nur meine normalen Lieblingstennisbälle. Mir geht es um einen ganz besonderen, allerliebsten Lieblingstennisball. Der besteht ein großer Unterschied. Was ist mit ihm passiert? Oh, also es ist so, Tanuki hat mir ein Geschenk gebaut. Lass mich raten. Es gab einen Zwischenfall. Nicht sofort, es war so cool. Man konnte Tennisbälle in die Maschine legen und sie hat sie für mich geworfen, während mein Mensch auf der Arbeit war. Das klingt wirklich schön. Es war perfekt, eine Zeit lang, aber eines Tages hat die Maschine rebelliert. Die Bälle flogen überall hin und dann fingen sie ein bisschen zu brennen an. Die meisten habe ich auch wiedergefunden, aber meine drei allerliebsten Lieblingsbälle fehlen noch. Und die Maschine? Ich habe sie verbuddelt, aber sag es bitte nicht Tanuki, sie wäre so traurig. Und kannst du mir bitte, bitte helfen, meine Lieblingsbälle zu finden? Ich wäre dir so dankbar. Oh, das ist so süß. Aber woran kenne ich, dass es deine Lieblingsbälle sind? Sehen nicht alle Tennisbälle gleich aus? Überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich alle leicht voneinander. Der Geruch, der Geschmack, die Textur, die Persönlichkeit. Ach so, danach gehen Hunde. Okay. In dem Fall bin ich mir nicht sicher, ob ich die Lieblingsbälle vom Rest unterscheiden kann. Naja, meine Lieblingsbälle haben außerdem noch bunte Regenbogenstreifen. Das ist doch meine Beschreibung, mit der ich arbeiten kann. Soll ich sie hierher bringen, wenn ich sie finde? Ja, bitte, leg sie einfach hier in den... Okay. Wird gemacht, große Kartoffel. Du bist der Hammer, kleine Kartoffel. Oh, wie süß seid ihr beiden. Ich will euch adoptieren. Oh, ich... Ja. Oh, ich kann hier drin ein Nickerchen machen.